Nach erneut schwachen Daten aus China erleben wir an den chinesischen Märkten einen Abverkauf und wir sehen immer mehr Zweifel oder die Märkte bekommen immer mehr Zweifel, ob ihre exzessiven Erwartungen sinkender Zinsen wirklich so realistisch sind. All das führt dazu, dass wir heute Morgen zunächst mal negative US-Futures haben, dass der DAX unter die Marke von 16.400 Punkte abgetaucht ist im frühen Handel. Mal sehen, wie es weitergeht, wird so sein, wie so oft, dass die Amis die ganze Geschichte dann wieder hochkaufen. Wir wollen uns das Gesamtbild mal anschauen und gucken, warum vor allem die chinesischen Märkte so schwach sind. Und das ist jetzt weniger aufgrund dieser Daten. Man hat ja gestern schon in Davos oder der chinesische Vertreter gesagt, dass man jetzt gewürfelt habe und dann festgestellt habe, dass die Würfel auf 5,2% Wirtschaftswachstum gefallen seien. Das ist eine rein politische Zahl, ist totaler Bullshit, kann man nicht ernst nehmen. Spielt keine Rolle aus meiner Sicht, ist nur eine Symbolzahl, weil man gesagt hat, ja, so um 5% werde die Wirtschaft wachsen. Das hat man dann Anfang 2023 schon gesagt. Und die Chinesen sind so ziemlich die einzige Volkswirtschaft, wo am Ende das Wachstum immer genau der Prognose entspricht. Das ist geradezu Magie. Aber schauen wir uns hier die Daten mal an. Industrial Output etwas besser, Retail Sales dagegen schlechter, also die Einzelhandelsumsätze, Bauinvestitionen ein Ticken besser. Die Jobless Rate, die urbane, also die Arbeitslosigkeit in größeren Städten, 5,1% etwas schlechter. Diese Daten sind es nicht, die wirklich hier für Besorgnis in China sorgen, warum wir zum Beispiel beim Hang Seng einen Abverkauf zwischenzeitlich von über 4% gesehen haben, sondern es ist das hier, es ist der Immobilienmarkt. Hier sind nämlich die Hauspreise weitergefallen im Dezember um 0,45%. Klingt erstmal nicht viel, aber zum Vormonat ist das schon eine ganz heftige Kiste, nämlich der größte Rückgang im Dezember jetzt, und die Daten stammen aus dem Dezember, seit 9 Jahren. Und hier sehen wir mal in der oberen Grafik die Städte, wo mehr steigende Preise als fallende Preise gemeldet werden. Deutsch schwer, ja. Man muss lernen. Aber jedenfalls sehen wir, das tendiert gegen Null. In fast allen Städten fallen die Preise für Immobilien und das ist insofern wichtig, als an diesen Immobilienpreisen der Konsum hängt. Die Chinesen haben ein Vermögen, das ist geparkt in Immobilien. Wenn die Immobilienpreise fallen, dann sinkt ihr Vermögen, dann sinkt auch ihr Konsum. Das sehen wir hier unten in der Grafik der Commerzbank. Das ist unterdurchschnittlich, eben weil die Leute weniger ausgeben aufgrund gefallener Immobilienpreise. Das ist oft so, dass dann zum Beispiel bei Kreditrückzahlungen für Immobilienkredite eben der Hauspreis eine Rolle spielt. Wenn jetzt die Preise fallen, dann steigen tendenziell die Raten, die die Leute bedienen müssen, also haben sie weniger Geld für den Konsum. Also ist die Stimmung relativ mies. Hier sehen wir mal den Hang Seng Index, der jetzt nur noch knapp über dem Tief aus 2022 handelt. Über 4% geht es zwischenzeitlich nach unten. Und wie gesagt, es sind weniger die BIP-Zahlen oder Industrieoutput. Es ist der Immobilienmarkt, der hier entscheidend ist, weil er wirklich die Leute im Kern trifft. Und hier sehen wir, dass dieser Kern auch immer geringer wird. Chinas Bevölkerung ist um 2 Millionen gefallen. Man hatte nur 9 Millionen Gebuchten, das ist der geringste Wert seit 1949, sodass eben mehr Menschen gestorben sind, als geboren wurden. Dadurch hat China 2 Millionen Menschen verloren, auf angeblich jetzt 1,4096 Milliarden. Ich schätze, die reale Zahl dürfte deutlich drunter sein, 1,1, vielleicht 1,0 Milliarden. Warum? Weil Chinas Lokalverwaltungen ein Interesse haben, ihre Bevölkerungszahlen nach oben zu jazzen, weil sie von Peking Gelder für jeden Einwohner bekommen. Wenn du dann in der chinesischen Lokalverwaltung das Sagen hast, dann ist das natürlich attraktiv zu sagen, Mensch, wir haben so und so viele Leute, deswegen brauchen wir Gelder für Straßenbau und so weiter, Infrastruktur. Also kriegst du mehr Geld aus Peking, insofern wird da überall wunderbar übertrieben. Aber wir sehen, wie stark hier diese Geburtenrate nach unten geht. Die Hochzeiten gehen nach unten. Also das ist ein riesen demografisches Problem. Und dennoch haben die Chinesen Arbeitslosigkeit. Jetzt hat man ja zunächst mal diese Jugendarbeitslosigkeit-Berechnung eingestellt, nachdem die Zahl
über 20% gestiegen war. Jetzt hat man eine neue Kategorie eröffnet, nämlich praktisch die Arbeitslosigkeit der Jugend ohne Studenten. Also die sind jetzt nicht mehr mitgezählt, jetzt ist man bei 14,9% bei den 16- bis 24-Jährigen. Also das ist natürlich auch wieder schick, dann rechne ich mal eine Gruppe raus, die zählt dann nicht mehr mit. Aber das ist schon bedenklich, dass sozusagen angesichts einer schrumpfenden Bevölkerung dennoch so viele Leute, Jugendliche, keinen Job finden. Und bedenklich auch, dass eben die Schuldenbelastung Chinas an die 300% jetzt geht. Ist weiter gestiegen, 286,1%. Dagegen ist Griechenland ein Musterschüler in Sachen Verschuldung. Wer ist hier verschuldet? Es sind vor allem die Non-Financial Corporations, mit anderen Worten die Staatsunternehmen, die verschuldet sind. Die Chinesen selber, also die Konsumenten weniger, auch der Staat weniger. Die Schulden sind vorwiegend in den Unternehmen, in den Staatsunternehmen, die ineffektiv sind und nicht wirklich funktionieren. Wir sehen hier nochmal diese Hauspreise, Tendenz klar nach unten, und die sind es vor allem, die dann die asiatischen Märkte ins Minus gedrückt haben, nicht nur die chinesischen, auch die koreanischen etwa, der Won daraufhin, also die koreanische Währung, deutlich verloren. Und das andere große Thema, das übergeordnete große Thema für die westlichen Finanzmärkte ist die Zinsfrage, wann und wie stark sinken die Zinsen. Gestern Waller ja, ich hatte im Marktgeflüster darüber berichtet mit der Aussage, ja, wir werden schon die Zinsen senken oder die Voraussetzungen sind gut, aber wir werden das nicht so schnell tun, nicht so schnell wie in vergangenen Zinssenkungszyklen, und wir werden die Zinsen nur dann senken, wenn wirklich auch die Inflation nicht hoch bleibt, sondern runterkommt. Das hat zu Reaktionen geführt. Zunächst mal Rate Cut Odds für den März runtergegangen, auch für das Gesamtjahr runtergegangen, und die Aktienmärkte verhalten sich im Grunde relativ genau wie diese Zinserwartungen. Wenn die Erwartungen für Zinssenkungen steigen, dann steigen auch die Aktienmärkte. Fallen die Erwartungen hier für Zinssenkungen, dann fallen auch die Aktienmärkte. Das ist im Grunde 1:1. Hier Kommentare mal von Goldman Sachs. Ja, wir erwarten weiter eine Serie von Zinssenkungen ab März, nämlich März, Mai und Juni, bevor dann eine vierteljährliche Zinssenkung nur noch kommt. Aber das Risiko ist erhöht, dass eben die Zinsen später sinken könnten, so sagt es Goldman Sachs. Und JP Morgan sagt, ja, die Märkte sind vielleicht ein bisschen zu weit gelaufen. Und das könnte die Gefahr bestehen, dass eben die Kerninflation weiter deutlich über 2% bleibt. Und das ist die große Thematik jetzt. Die Inflation tut eigentlich nicht das, was die Zinserwartungen sich erhoffen. Hier sehen wir mal die Zinserwartungen in den USA, untere Grafik links, minus 6,3, das heißt, man erwartet 6,3 Zinssenkungen, die hier eingepreist sind. Der Dollar dagegen ist gestiegen, ist über den Abwärtstrendkanal gestiegen, und dann sehen wir Headlines wie bei Finanzmarktwelt.de, Zinsen, Märkte nehmen überzogene Zinserwartungen unter die Lupe, und genau das ist jetzt der Prozess, der wahrscheinlich hier ansteht, nachdem wir auch heute Morgen dann Daten aus UK gesehen haben zur Inflation, also aus Großbritannien, höher als erwartet, 0,4 zum Vormonat und 4,0 zum Vorjahresmonat. Das ist deutlich über der Erwartung, auch in der Kernrate. Und das hat nicht nur zur Pfundstärke geführt, sondern dürfte diese Zinssenkungserwartungen wohl dämpfen. Und so hat IPEC Oskardeskaya ja gestern aus meiner Sicht den Nagel auf den Kopf getroffen hat, indem sie gesagt hat, ja, also die Märkte werden wahrscheinlich realisieren müssen, dass es zu früh ist für die Notenbanken, die Zinsen zu senken. Und interessanterweise, was hier passiert am Anleihenmarkt, was wenig beachtet ist, aber wir haben eine Reinvertierung der Zinskosten bei der 2- und der 30-jährigen US-Staatsanleihe. Das gab es zweimal zuletzt, einmal bei Platzen der Tech-Blase und einmal am Beginn der Great Financial Crisis, also der Finanzkrise. Wir sehen auch die 10- und die 5-jährige uninverted. Und das könnte ein Zeichen sein, dass die USA vor einer Rezession stehen oder die vielleicht schon begonnen hat. Wir hatten gestern ja diese Katastrophenzahlen vom New York Empire State Index. Heute 14:30 kommen die US-Einzelhandelsumsätze. Da wird man sehr genau hinschauen, erwartet ein Plus von 0,4%. Wir sehen aber auf der anderen Seite,
dass die Kreditvergabe der Banken rückläufig ist. Wir haben jetzt 5 Wochen in Folge rückläufige Kreditvergabe durch die US-Banken. Wie wird sich das heute auf die Konsumdaten niederschlagen aus dem Dezember? Das ist die große Frage. Waller hatte gestern ja gesagt, dass die Kreditvergabe oder die Finanzkonditionen restriktiv blieben. Wir haben gestern auch gesehen, dass die Renditen ja wieder deutlich gestiegen sind, nicht nur der Dollar. Und gleichzeitig ist der Breadth, also die Marktbreite an der New York Stock Exchange, so schlecht wie vor einem Jahr nicht, vor knapp einem Jahr nicht, als die Regionalbankenkrise eine Art Bankrun ausgelöst hatte. Es waren ja gestern wieder einige wenige Tech-Aktien, die ein bisschen Schminke, ein bisschen Lippenstift auf das weniger schöne Antlitz der allermeisten Aktien geschmiert haben. Also das war jetzt nicht gerade bombig, obwohl die Indizes nur wenig im Minus waren, dann vor allem zum Handelsende nochmal nach oben gezogen wurden. Und jetzt sagt aber Jim Cramer, der Markt ist ready for a pullback. Die Bären geraten jetzt in Panik. Das hätte nicht passieren dürfen. So eigentlich sieht es ganz gut aus für erstmal fallende Kurse. Aber wenn Jim Cramer sagt, die Märkte sind reif für einen Pullback, dann sehen wir wahrscheinlich nochmal einen Move nach oben. Weniger nach oben geht es für die Freunde von Tesla, zum Beispiel im Mittleren Westen, in den USA, Chicago. Dort ja, wie in weiten Teilen der USA, Eiseskälte. Und jetzt erleben viele so ein bisschen die Nachteile der Elektromobilität, gerade bei Tesla, denn die versuchen, ihre Teslas aufzuladen und das geht nicht. Es ist ja auch so, dass E-Fahrzeuge, wie alles, was mit Batterien betrieben wird, wenn es sehr, sehr kalt ist, die Leistungsfähigkeit absolut sinkt, aber auch die Ladegeschwindigkeit sinkt oder gar nicht funktioniert. So scheint das als Massenphänomen derzeit in der Region Chicago zu sein. Also da wird sich der eine oder andere vielleicht mal wünschen, wieder einen Verbrenner zu haben. Das wünscht sich Sid Turtle ja auch, der sagt, diese ganze E-Mobilität ist Unfug. Hier sagt er auch, die Leute, die hinter Nikki Haley stehen, sind für Amnesty International, die sind für China und sie sind für offene Grenzen. Also wir sehen, der Wahlkampf, der geht jetzt schon richtig los, bevor New Hampshire dann entscheidend wird. Nächste Woche, nicht heute, wie ich gestern fälschlicherweise gesagt habe, sondern das wird nächste Woche erst sein. Und das ist die Chance und die letzte Chance für Nikki Haley. Da muss sie Nummer 1 sein oder ganz knapp hinter Trump, sonst ist die Geschichte verloren. Trump wird jetzt mit einer knappen Mehrheit gesehen vor Joe Biden. Viele sind keine Trump-Freunde und könnten dann für Biden stimmen, obwohl der jetzt auch nicht gerade wirklich fürchterlich populär ist. Geopolitisch nochmal hier, Pakistan hat jetzt, oder der Iran hat Missiles auf pakistanisches Gebiet geschossen, weil dort eine Separatistengruppe, eine sunnitische Separatistengruppe unterwegs ist, die die schiitische Führung im Iran bekämpfen. Also es ist nicht nur die Geschichte im Roten Meer, die diese Effekte hat, wo ein paar versprengte Houthi-Rebellen es schaffen, den Welthandel nachhaltig zu beeinflussen. Dann haben wir diesen Gaza-Krieg, jetzt möglicherweise einen neuen Konflikt her. Die Welt ist so verrückt, ist ja kaum auszudenken. Und wenn wir jetzt mal nach Europa kommen und der Zinsfrage, dann hat Simkus, litauische Notenbankchef, gesagt, ich bin weit weniger optimistisch in Sachen Zinssenkungen als der Markt. Ähnlich dann auch Knot, der Holländer, markets are getting ahead of themselves on cards, also die Märkte sind viel zu weit vor der Kurve in Sachen Zinssenkungen. Heute hat dann auch heute Morgen Christine Lagarde gesprochen. Und sagte also, diese aggressiven Zinssenkungserwartungen machen unseren Job nicht leichter. Wir könnten wahrscheinlich ab Sommer die Zinsen senken, aber man wartet jetzt wohl erstmal ab, wie die Lohnentwicklung sich hier darstellt. Und die Daten bekommt man erst noch. Also das wird auf jeden Fall für die Notenbank schwierig sein. Da die Inflation geht nach oben tendenziell wieder. Auf der anderen Seite ist die Wirtschaft extrem schwach. Was wird die EZB da machen? Hier mal ein Artikel, der diesen Zusammenhang beleuchtet. Warum die Märkte übertreiben mit ihren Zinserwartungen. Und das muss wahrscheinlich rückabgewickelt werden, erstmal diese Differenz zwischen Inflation und Aussagen der Notenbanken und der eingepreisten Hoffnung in den Märkten. Erste Empfehlung und hier nochmal alles Wichtige zu Chinas Wirtschaftswachstum
und warum die Märkte reagieren, wie sie reagieren. Also diese beiden Empfehlungen heute wichtig, 14:30 Uhr, die Einzelhandelsumsätze aus den USA. Ich sage Servus, ciao.